So schön in der Sonne hier. Ihr seid schon da, ne? Hallo! Willkommen zum Abenteuerhof. Ich genieße gerade die Sonne. Draußen ist es noch kalt und Schnee, wie ihr seht. Es ist noch tiefster Winter. Aber so ein bisschen Sonne am Tag, Vitamin D tanken ist ganz wichtig. Es tut gut. Ah. Hallo Mala! Oh? Wie geht's? Paco! Ja. Hallo! Was machst du hier? Oh, ich tanke nur ein bisschen Sonne. Oh, das ist eine gute Idee. Ja. Ist dir nicht kalt? Doch, mir ist kalt, aber in der Sonne tut es ganz gut. Ja, mir ist gar nicht kalt. Ich habe ein dickes Fell. Ein dickes Fell, ne? Ja. So ein Winterfell. Ja. Da kriegen Esel auch, ne? Ja, richtig. Cool. Ja, ich hätte gern schon mal wieder Sommer. Oh, Sommer ist toll. Ich liebe den Sommer auch. Ja, ne? Ja. Das dauert noch ein bisschen, stimmt's? Das stimmt. Mhm. Schade. Hast du nicht eine Story? Also so aus dem Sommer und so mit Wasser und warm und spannend? Oh ja, und sogar mit einer Insel. Magst du Dinosaurier? Ja. Und magst du nette Piraten? Nette Piraten mag ich. Ja, dann habe ich eine super Geschichte über Dino-Piraten. Super, Dino-Piraten? Ja. Habe ich noch nie gehört. Ja, dann zeige ich dir jetzt. Bin ganz gespannt. Los geht's, Paco. Los geht's. Ja, hier sind wir. Wo sind wir? Ja, Marlo wollte eine Geschichte wissen. Weil es so kalt war, über was Warmes. Ich bin im Wasser, ich bin im Meer. Ja, hier, guck mal, wie es schön sonnig es hier ist. Hier ist voll warm. Und ich wollte euch eine Geschichte erzählen über Dino-Piraten. Cool, Dino-Piraten. Hast du schon davon gehört? Nein. So, einmal gab's ganz viele Piraten. Ja. Die waren auf ein Schiff. Ja. Und die haben einen Schatz gesucht. Ja, aber dann wurde es sehr stürmisch. Oh, ist es stürmisch? Ja, ganz stürmisch. Ja, ganz. Oh. Und die waren ein bisschen in Gefahr. Oh ja? Aber jeder kannte seine Aufgabe und die sind ruhig geblieben. Guck mal, das ist ein Triceratops, ein Brontosaurus, ein Ankylosaurus. Und was ist das? Ein Stegosaurus? Ich kenne die leider nicht alle so gut, aber du kennst, du kennst schon ganz viele. Ich passe auf den Dinosauriern aufpassen hier. Ja. So, und dann nach dem Sturm waren die müde und die wollten Pause machen. Oh, okay. Und die sind zu einer Insel gegangen. Die Insel? Ja, zu einer Insel. Cool. So, am Insel angekommen. Ja, wir machen eine Pause auf der Insel. Und die sagt, aha. Ich als Kapitän gehe zuerst auf der Insel. Perfekt. So, es ist hier sicher. Ihr könnt kommen, meine Kameraden. Okay. Ja, komm mit. Kann so gut laufen auf dem Land, auf dem Insel. Oh, was ist das? Oh, hallo Ankylosaurus. Das Kind ist ein Ankylosaurus. Wir haben ein paar hier. Wir haben ein paar Ankylosaurus. Hallo. Cool. Das Kind, das ist ein Stegosaurus. Wir haben auch ein paar Stegosaurus hier. Oh, ich mache Dinosaurier betreuen. Oh, hallo. Das ist ein Triceratops. Wir haben das auch hier. Ich bin im Wasser gefallen. Alles ist gut. Ist alles gut. Aha, so. Jetzt können wir Pause machen. Nee, aber ich rieche einen Schatz. Ein Schatz, wo ist hier ein Schatz? Oh, ich glaube, da ins Wasser springe ich. Ich schwimme mal drüber. Kameraden, ich habe die Schatzkarte gefunden. Ich bringe die mal mit. Cool. Das ist eine Schatzkarte. Oh, eine Schatzkarte. Was steht denn da? Gibt es etwas auf dem Schatzkarte? Ja, ein X. Cool. Wo? Ich kann nicht die X sehen. Ja. So. Da. Cool. Da. Perfekt. So, ich muss die Karte lesen. Aha. Aha. Ich weiß, wo das ist. Wir werden reich. Ich habe einen Schatz gefunden. Ja, ist das reich? So, die Karte brauchen wir nicht mehr. Cool.
Fall! Der Schatz ist hier hinter. Wow. Ich schieb mal zur Seite. Boah, guck mal, wie es glänzt. Wir werden sehr reich. Haha, spack das mal. Was ist das? Was ist das denn? Ich guck da mal rein. Das bin ja ich. Was ist denn dann für ein Schatz? Ich glaube, ich hab's verstanden. Jeder Einzelne ist ein wertvoller Schatz. Ist das ein Spiegel? Ja, es ist ein Spiegel. Oh, und wenn man reinguckt, dann sieht man sich selbst. Den größten Schatz, den es gibt. Ja, ich glaube, Kinder, da haben wir was gelernt. Und ihr könnt das mal üben. Geht doch mal jetzt zum Spiegel und schaut euch an. Und ihr seid so wertvoll. Cool. Das Wertvollste auf der Erde. Cool. Und geht den Sand zurück in dem Schiff und geht weg? Ja, die machen das. Die nehmen den Schatz mit. Cool. Okay, Kameraden, lass mal gehen. Wir haben den Schatz gefunden. Aber ihr müsst ganz schnell vor dem nächsten Sturm. Oh, ja. Oh, den Schatz mitnehmen. Oh, ja. Kommt das Herr Tops? Ja, alle kommen jetzt. Ja, gut. Und das ist Stegosaurus. Perfekt. Oh, und der Brontosaurus. Ja, ich bin so groß. Ich vergesse immer. Und komm, Ankylosaurus. Komm weg. So, wir haben unseren Schatz. Wir können gehen. Rückwärts. Tschüss, diese Insel. Tschüss. Bye, Insel. So, Marley. Hallo, Marley. So, Marley, diese Geschichte war für dich und für die Kinder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ja, okay, cool. Tschüss. Tschüss. Paco, das war eine super Story. Ja. Ja, spannend und hatte so ein tolles Ende. Ja, ich liebe Dino-Piraten-Geschichten. Das war so tief, vor allen Dingen das mit dem Spiegel. Ja, müssen wir jetzt gleich auch mal versuchen, ne? Genau. Ja. Kinder, habt ihr das auch gemacht? Sonst müsst ihr das jetzt noch machen. Das lohnt sich wirklich. Genau. Nehmt einen Spiegel und guckt rein und wisst, das ist das Wertvollste, was ihr seht. So, also sollen wir das jetzt auch machen? Wir machen das jetzt auch. Sagen wir Tschüss? Und dann sagen wir so, genau, sagen wir Tschüss. Ja, okay. Tschüss, Kinder. Bis nächste Woche. Wir lieben euch. Und Ahoi. Ahoi.